Mit 17 habe ich beschlossen, Künstler zu werden und habe dann nach der Matura die Akademie für Bildende Kunst in Wien besucht. Mein Lehrer war Robin Christian Andersen und ich habe dort ein richtiges akademisches Studium absolviert. Worum geht's in meiner Kunst? Es geht um gegenständliche Bilder. Das heißt, mittlerweile menschenleere Bilder. In den 70er Jahren sind noch Menschen in den Bildern aufgetaucht und langsam sind sie verschwunden, weil mir einfach es poetischer erschienen ist, die Relikte menschlichen Tuns darzustellen als die Menschen selbst. Die Technik ist eine arme Technik, sprich, ich verwende meistens Kohle, Rötel. Warum Kohle und Rötel? Weil sie absolut lichtecht sind und das Ganze meistens auf ungrundierter Leinwand. Man wird öfters gefragt, wie entscheidet man, wann ist ein Bild fertig? Das ist eine wirklich heikle Frage und ich kann sie nur so beantworten, dass ich es durch Erfahrung entscheiden kann. Und nach diesen vielen Jahren der Beschäftigung damit kann ich es intuitiv entscheiden. Aber ich könnte es nicht begründen. Was ist gute Kunst? Je mehr Bilder man in seinem Leben gesehen hat, desto sicherer kann man werden durch den Vergleich. Man kann dann einfach feststellen, das ist ein gutes Bild und das ist ein schlechtes Bild. Und im Grunde ist es so, dass die bildende Kunst die Welt ja nicht verändern kann, aber sie kann den Menschen verändern. Sie kann uns einfach zu besseren Menschen machen.